Brudi, was bezahlt man für die und wie kommt man überhaupt an sowas ran? Das ist eine Eisout Rolex Datejust 2. Du weißt schon, was ich dabei habe, ne? Ja, du hast ja gesagt, dass die Uhr real ist. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Ihr wisst Bescheid, Leute. Heute haben wir ein Wie viel ist dein Auswert wieder mal am Start. Und zwar ein etwas besonderes Wie viel ist dein Auswert. Wir haben nämlich eine Szene in diesem Video, wo wir ein richtig nices Iced-Out-Accessoire haben. Ich denke mal, das haben ja einige von euch im Titel, also im Trailer gerade gesehen. Und das testen wir, ob es real oder fake ist. Ich lasse die Frage einfach mal offen, Leute, ob das real oder fake ist. Wir benutzen meinen guten alten Freund, den Diamantentester. Eigentlich brauchen wir so einen Namen dafür. Ich würde sagen, schreibt mal in die Kommentare irgendwelche Namen und das, was am meisten Likes hat, so nennen wir dann unseren Kollegen hier. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Das Video ist auf jeden Fall nice geworden, Leute. Und ich würde mal an der Stelle sagen, talk nicht so lang. Viel Spaß mit dem Video. Hey, was geht ab, Roberto? Ich heiße Rodney. Rodney, du hast einen coolen Style. Dankeschön. Ich finde, du hast alles sehr cool kombiniert. Digga, lass mal anfangen bei deinen Schuhen. Was sind das für Schuhe? Das sind Jordan 1er mit, aber das sind so welche, die kann man nicht, also die sieht man nicht so oft. Okay, Schuhe, den ich nicht oft sehe. Wo kriegt man die? Den kann man bestellen bei StockX. Ich habe den früher für 260 bekommen. Okay. Aber jetzt bekommt man den, glaube ich, billiger oder teurer. Also ich weiß das nicht genau. Ach so, aber krass, dass man für Mid auch schon mittlerweile Resale zahlen muss, ne? Also hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber ein cooler Schuh auf jeden Fall. Deine Jeans? Die ist von Zara und hat 60 gekostet. 60, hier mit Haarrips und hier so ein roter Akzent auch zu den Schuhen. Und zur Jacke. Unter deiner richtigen Jacke. Und zwar die ist von Babe. Genau, die ist von Babe und hat, ich glaube, ich habe die billiger bekommen für 320. Für 320, okay. Sieht auf jeden Fall auch cool aus. Deine Jacke, normale Jacke? Die ist, glaube ich, von H&M. Die habe ich einfach so heute angezogen für 25, 30 oder so. Okay. Du hast noch so eine Nike-Umhängetasche. Mhm. Genau, was? Die für auch 20, 25. H&M. Und du hast noch so ein Supreme-Stirnband. Das habe ich, glaube ich, für 60 bekommen. Für 60? Okay. Ja, ich habe das billig bekommen. Okay, also das ist dein Outfit, das ist hier der Entepark, Bro. Du trägst eine teure Jacke, teure Schuhe. Wie kann man sich das so in deinem Alter finanzieren? Also beispielsweise, ich hab ja mehrere John 1er und ich kaufe manchmal John 1er. Beispielsweise, ich habe mir vor 3 Monaten John 1er von Travis Scott geholt. Okay. Die habe ich für 610 bekommen und habe sie bei StockX für 900 verkauft. Ah, okay. Und dadurch kann ich mir immer andere Schuhe kaufen. Du tradest also sozusagen, ja, mit dem Ganzen. Genau. Schlau, smart. Mit dem Alter auf jeden Fall. Wie alt bist du? Ich bin 15. 15 auf jeden Fall, krass. Finde ich cool. Ja, Bro, danke, dass du mitgemacht hast. Willst du vielleicht jemanden grüßen, was in die Cam sagen? Ach so, ja, ich grüße meinen Kollegen Ivans und David, Joshua und einfach alle, die mich kennen. Was geht ab, wo wärst du? Ich heiße Ivans. Ivans, dein Kollege hat dich gerade gegrüßt. Ja. Machen wir mal jetzt weiter mit deinem Outfit. Wie viel ist dein Outfit, Bro? Fangen wir bei deinen Schuhen an. Ich hab die für 120 gekauft. Wie viel? 120. Für 120 hast du die gekauft, okay. Ja. Air Force One, ganz weiß. Wie heißen die genau, weißt du das? Air Force One Ultimate Team, glaube ich. Okay. Der Schuh war damals sehr schnell vergriffen, wo er rauskam. Ja. Das war, glaube ich, im letzten Sommer so, oder? Da war er wirklich sehr, sehr schnell vergriffen. Deine Jeans? Das ist von Zara. Von Zara. Auch für 60 gekauft. 60, okay, mit sehr vielen Rips auf jeden Fall. Zara macht schon geile Jeanshosen, ne? Ja. Auf jeden. Dein Hoodie, wie auch immer. H&M für 20. H&M für 20. Und eine einfache, der North Face Mütze. Für 35. Bei 35. Okay, nice. Hier der Endbetrag, Bro. Ich finde, du hast aus wenig viel gemacht, also aus wenig Geld hast du ein cooles Outfit auf jeden Fall, was gut zusammenpasst. Also das finde ich sehr stimmig. Danke dir, dass du mitgemacht hast. Möchtest du vielleicht noch irgendwas in die Cam sagen, Bro? Ja, grüß dich, mein Freund Rodney, Kilian und meine Geschwister. Was geht ab, Bro? Wer heißt du? Leander. Leander, cooler Name, habe ich noch nie gehört. Brudi, du hast ein geiles Outfit an. Danke dir. Die Jacke, ganz, ganz krass. Ja, zu gut. Lass mal aber erstmal anfangen bei deinen Schuhen. Was ist das für Schuhe, die du an hast? Jordan 1, Union. Okay. Willst du wahrscheinlich wissen, wie viel ich hier gekauft habe? Ja, genau.
88 Euro im Resale. 880 ja, Euro im Resale. Aber schon used. Weil okay. Ich finde, es macht keinen Sinn, sich Schuhe zu kaufen, die man eh rocken will, die dann Deadstock zu kaufen. Aber also jeden Schuh, den ich rocken möchte, den kaufe ich auch used, von daher. Normal. Trotzdem eine stolze Summe. Auf jeden Fall. Ich sehe, du lässt deine Hose genauso wie bei mir einfach auf den Schuh stacken. Ja, ich finde diesen Style auf jeden Fall cool. Ja, beste. Deine Cargo Pants kann man. Ist von Carhartt. Carhartt, okay. Hier Carhartt Cargo Pants. Auch Carhartt so leicht. Die besten Cargos. Qualität ist eher miserabel bei Carhartt. Ich habe viermal angehabt jetzt. Viermal? Ja, schon. Die soll man auch gar nicht in der Waschmaschine waschen. Ich habe sie in meiner Badewanne gewaschen, die anscheinend so dick ausbleicht. Von, krass. Okay. Ja. Aber also, der Fit ist halt einfach nice. Ja, der Fit ist cool auf jeden Fall. Ich finde das cool, wie das hier auf deinem, mit deinem Schuh fittet. Ja. Dein Pulli von Acne Studios, genau. Hier gekauft. Da vorne im Store. 250 Euro Retailpreis. 250 Euro, ja. Baba Qualität, geiler Fit von der. Krank, ne? Also absolut. Ich habe auch so den Pullover in dunkelgrün. Ja. Ich finde, der Pulli ist einfach richtig nice. Ich habe den einmal in schwarz, einmal in grau, einmal in türkis von der. Agnes Studios ist auf jeden Fall echt eine Marke, wo man, finde ich, nichts falsch machen kann. Also, vor allem kriegst du da auch für den Preis einfach mal Qualität und nicht wie bei anderen Marken, kann Louis oder Gucci, wo du einfach das Vierfache verzahlst und die Qualität eher mau ist. Genau, genau. Und es ist so ein bisschen Understatement. Ich finde, das ist halt auch das Coole daran, finde ich. Alles andere als Understatement ist auf jeden Fall deine Jacke. Ja. Und zwar die heiß begehrte Louis Fleece-Jacke ist das, ja, ne? Ja, absolut. Brudi, was bezahlt man für die und wie kommt man überhaupt an sowas dran? Durch Kontakte, einfach ganz, also durch Kontakte musst du pre-ordern. Ich habe sie selber persönlich nicht bekommen, durch meinen Kontakt, sondern durch einen Kollegen. Der hat sie mir gehuckt, zwar nicht für Retail-Preis, aber trotzdem für einen ziemlich guten Preis. Von daher, ich habe gezahlt, glaube ich, 1,6. 1,6, okay. War jetzt schon das zu dem Zeitpunkt 500 Euro unter Marktpreis, von daher, dicke Shoutout. Kuss geht raus. Also das ist auf jeden Fall auch schon eine harte Summe und du sagst, ey, die kostet jetzt gerade 2,5, 2,6 um den Dreh. Ja, 2,2, 2,4. Das ist auf jeden Fall schon krass. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich wollte die mir auch kaufen aus dem Laden. Ich hab mal bestellt und irgendwie ging das bei Louis nicht. Irgendwie war dann überall ausverkauft. Dann habe ich es einfach sein lassen, so, weil, Digga, 1.100 Euro ist schon doll und dann darüber hinaus noch was zu bezahlen. Ja, ist schon eine Ansage, aber ey, das ist echt eine nice Jacke. Mhm. Und wie man noch sieht, ey, du kannst sie auch gerade etwas teurer verkaufen. Also du hast sie zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall geholt. Klar, klar. Wie ist die denn so von der Qualität? Kannst gerne mal anfassen, wenn du willst. Also, kuschelig. Ich würde sagen, perfekt so für Frühling, Herbstzeit, Winter zu kalt. Ich habe sie, oder der Kollege hat sie mir im Anfang Dezember geordert. Ich habe sie bekommen Mitte Februar. Okay. Und da war es noch zu kalt zu tragen. Jetzt beim deutschen Sommer, klar, alle dachten, okay, vielleicht 30 Grad. Bei so einem Wetter kam es 22 Grad. 18 Grad so um den Dreh. So kann man sich dick geben, von daher. Hält gut warm. Von daher. Ja, Bro, das war's. Oder hast du noch irgendwas am Start? Nix. Nix, okay. Hier der Endbetrag. Wie gesagt, ey, Jacke ist echt krank. Da muss ich auch, da muss einmal dieses Feier ich. Das muss einmal raus. genau, ich danke dir, Bro. Willst du noch vielleicht irgendwas in die Kamera sagen? Ja, Grüße gehen raus an One Size Run, beste Gruppe auf Facebook. Sie. Das passt. Flex. Okay, Bro, ich danke dir. Was geht ab, Brody? Wer ist du? Ich bin Asi, Bruder. Asi. Wie bei dir? Alles bestens, Leute. Wir haben gerade sein Musikvideo gedreht. Es wurde von Endlevel produziert, also von mir und meinem Partner Typhoon. Wie war es so heute? Anstrengend, ne? Bruder, ich sag dir so, 24 Stunden ohne Schlaf. Schon hart, Bruder. Stani, also wir haben gestern und heute gedreht. Genau, am 24. 23.59. Genau, kommt sein Musikvideo auch online, was wir gedreht haben. Also check das auf jeden Fall mal ab. Ja, Mann, ich hab zu dir gesagt, ey, Bro, ich will ein Outfit-Video mit dir drehen. Aus dem Grund, weil du frische Sachen am Start hast. Hier, ja, aber alles nicht so, aber egal. Bro, also trotzdem, coole Sachen sind am Start. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal bei deinen Schuhen. Was sind das für Schuhe? Oder das sind Jordan 1er, Retro High, OG, Turbo Green. Mhm. Die Farbe ist auf jeden Fall cool. Allgemein für diesen Sommer ist echt nice. So türkis, ist Babyblau. Ist zwar jetzt nicht so gut kombiniert, aber Bruder, wir hatten jetzt eben Dreh gehabt. Ich gehe sowieso nach Hause. Genau. Und da ist scheißegal, was ich jetzt anhab. Bruder, ich liebe nice. Die. Ich liebe die über alles, Bruder. Ich trage sie auch immer. Man sieht privat. Das, du trägst sie auf jeden Fall gerne. Ja, Mann. Schöner Schuh. Was kostet der? Bruder, ich habe dafür 450 bezahlt. Der kostet auch so ungefähr so 450, zwischen 550 jetzt auch immer noch. Okay, okay. Krass. Also ich weiß nicht, kann auch mehr sein, weiß ich nicht mehr genau. Nochmal, ist auf jeden Fall ein schöner Schuh. Ja. Deine Jeans. Bruder, Dev Shop,
Dev Shop, okay. 60 Euro. 60 Euro, okay. Nice. Dein Hemd, Digga. Was ist das für ein Hemd? Bruder, das ist mein Lieblingshemd. Das trage ich eigentlich auch mehr so im Urlaub. Und eben haben wir ja dann noch eine Szene gedreht. Genau, wir haben gerade eine Szene damit gedreht, Leute. Und das hast du von Anson, ja, 60er. Mit okay. Diesem Blümchen, alles drum und dran. Ja, das ist auf jeden Fall eine nice Farbe. So dieser Hawaii-Style. Genau, dieser Hawaii-Style. Ja, mein Lieblingskleines Stück an dir, kann ich straight sagen, ist auf jeden Fall die Tasche von Dior. Ja, Mann. Das ist auch meine Lieblingstasche. Habe ich auch vor kurzem geholt, Bruder. Was hast du für die bezahlt? 1,5. Okay. Ja. Hat die viel Stauraum, kann man vieles reinpacken. Also sagst du, ja, jetzt ist auf jeden Fall nice. So man also kann ich packe so meistens gerne so meinen Schmuck rein, mein Geld, Portemonnaie, Handy und ja, mehr geht auch nicht. Es gibt Taschen, so, die sehen richtig nice aus, aber da passt gefühlt nichts rein. Die sieht auf jeden Fall so aus, als würde man da vieles rein verstauen können. Ja, man sieht ein bisschen hier, bling, bling, Bro. Das heißt, Eis am Start. Eine Datejust und eine Cuban Link, Digga. Was los, Digga? Iced Out Datejust. Digga, das sieht man auch nicht alle Tage in meinen Videos. Das ist eine Iced Out Rolex Datejust 2. Mhm. Ja. Was hast du für die bezahlt? Bruder, 18k. 18k? Ja. 18k, nice. Was ich auf jeden Fall bei dir gut finde, ist, dass du die Preise straight weißt. So, das weiß irgendwie nicht jeder. Das ich sie auch nicht. Normal. Brauch ja auch nicht nachdenken, das sind ja auch die Preise, die ich bezahlt habe. Genau, genau. Und, ja. Also ich finde eine Iced Out Datejust richtig nice. Mhm. Deine Kette, deine Cuban Link. Du hast eine Cuban Link mit CZ-Stein. Ich glaube, das ist ein Zirkonia-Stein oder irgendwie. CZ-Stein sind chemische Diamanten. Achso, genau. Okay. Ja, ist auf jeden Fall kein echtes Ice Out. Habe ich auf Aporo bestellt. 209 Euro. 209 Euro, okay. Ja. Nice, Digga. Nice, nice, nice. Ja, Bro, also ich sehe auf jeden Fall, du hast nice Sachen am Start. Das ja auf jeden Fall jetzt mal kurz ausnutzen. Ne? Ich wisst ja, Leute, wir haben das Format, wo wir das Eis auch mal testen und zufälligerweise habe ich gerade. Du weißt schon, was ich dabei habe, ne? Ups. Ja, ich habe letztes Video von dir damit gesehen. Aber kannst du essen? Ja, du hast ja gesagt, dass die Uhr real ist. Also, ja, dass wir hier reale Steine am Start haben. Fantastisch. Kannst du auch ranzoomen, falls einer sagt, sie ist fake oder was auch immer. Genau. Komm, wir checken das mal ab, Bro. So, also Leute, der Tester ist am Start. Ich habe auch so gesehen, in Amerika machen die das jetzt zurzeit voll. Ja, genau, das, daran habe ich mich inspiriert. Schon lustig, Bruder, wenn Leute so sagen, die ist real und dann wird sie getestet, ist sie auf einmal nicht real. Das ist lustig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Komm, wir checken das mal ab hier. Warte mal. Ja. Seite, Digga. So. Oh shit. Hier, komm, hier auch nochmal. Nice, Digga, nice, nice, nice. Digga, krass. Zum Vergleich, kannst du das mal immer hier so halten, damit man das, den Akzent sieht von dem realen Iced Out. Also das ist ja real Iced Out hier und das ist jetzt fake. Also das ist fake. Zirkonia-Steine, CZ-Steine, wie auch immer. So, das ist bei Michael auf jeden Fall schon ein Unterschied. Ich finde es auf jeden Fall krass. Ich finde das auch krass, wie ehrlich du bist. Ganz ehrlich, so, weißt du? Sag straight hier, das ist real, das ist fake. Finde ich oder ich drehe Musikvideos und so mit Fake-Sachen auftauchen, wie Rolex, Molex, kennst du ja, Minish, Wristbusters. Sie finden alles heraus. Und genau. Wir wollen nicht in diesen peinlichen Weg reingehen. Deswegen so bleiben andere, wir auch real. So wenn sie fake wäre, dann würde ich sagen, sie ist fake, weil das findet man sowieso heraus. Genau. Von daher genau, muss ich genau mich nicht klein machen. Ganz, ganz, Digga, hast du echt sehr gut gesagt, muss man auf jeden Fall an der Stelle sagen. Bro, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Wie gesagt, Leute, ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch sein Musikvideo, durch sein erstes Musikvideo, was ich auch echt nice fand. Verlinke ich euch in der Beschreibung, checkt seinen YouTube-Kanal ab, Leute, abonniert ihn und ja. Möchtest du vielleicht noch irgendwas den Leuten sagen? Neue Single, 24.07. Flight Mode. Check all ab. Verstehst du? So, das war's dann wohl mit dem Video, Leute. Wir hatten das erste reale Iced Out Teil in unseren Videos, Leute. Mich freut das auf jeden Fall irgendwie. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ozzy habt ihr gerade gesehen. Ich habe für ihn ein Musikvideo gedreht. Das könnt ihr gerne unten in der Beschreibung abchecken, Leute. Schaut euch das auf jeden Fall an und gebt mal ein Like dazu oder einen Kommentar, wie auch immer. Und ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich auf YouTube abonnieren, Leute. Das war's von mir. Ciao.